Kapitel 1. Wie werde ich Schriftsteller? Ein Projekt von Cornelius Hartz. So, ein neues Interview auf Kapitel 1. Ich befinde mich hier mit Melanie Rabe. Man glaubt es kaum, in New York, in Brooklyn. Sag mal, wo genau wir sind. Wir sind in Williamsburg. Es ist eine ziemliche Hipster-Hochburg, wenn ich mich so umschaue. Nur wir sehen noch anders aus irgendwie. Das stimmt. Alle anderen haben so einen langen Bart. So, das hat natürlich auch seinen Grund, dass wir hier sind, denn Melanie Rabes Bestseller Die Falle ist ja eines der wenigen deutschen Bücher dieses Jahr, die auch auf dem amerikanischen Markt erschienen sind. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Vielleicht erzähl doch erstmal, wie du überhaupt zum Schreiben gekommen bist. Zum Schreiben bin ich eigentlich übers Lesen gekommen. Ich war immer ein Bücherwurm, schon als Kind, habe mir immer gerne Geschichten ausgedacht, irgendwann auch angefangen, die aufzuschreiben. Habe dann aber erstmal meinen Weg in den Journalismus gemacht nach meinem Studium und habe eigentlich eher nebenher und heimlich Romane geschrieben. Irgendwann habe ich mich mal getraut, jemandem zu zeigen. Das war nicht von Erfolg gekrönt. Meine ersten Manuskripte haben keinen Verlag gefunden. Aber Vier Stück, ja. Was irgendwie auch ein bisschen hart war. Beim ersten denkt man, na gut, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich habe ein bisschen Feedback und ein bisschen was dabei gelernt. Und dann schreibt man das zweite und denkt, diesmal wird es passen. Dann passt es wieder nicht. Dann denkt man, aller guten Dinge sind drei. Und schreibt noch eins und das fällt dann durch. Und dann denkt man, na gut, eins habe ich noch, weil ich bin kein Quitter. Und dann schreibt man das vierte und das fällt durch. Und dann denkt man, ach komm, eins habe ich noch. Und das hätte ich wahrscheinlich bis zum 20. oder 50. gedacht. Ich glaube, ich würde immer schreiben. Bin aber froh, dass dann das fünfte mein offizielles Debüt war, das dann den Weg in den Buchhandel gefunden hat. Es ist schön, gelesen zu werden. Es ist schön zu schreiben, aber es ist auch sehr schön, gelesen zu werden. Und wie genau ging das denn vor sich? Du hast ja erstmal mit einer Krimi-Kurzgeschichte einen Preis gewonnen. Ja, das stimmt. Diese Kurzgeschichte habe ich geschrieben, als ich gerade meine Steuererklärung prokrastiniert habe. Ich hatte da schon ein paar durchgefallene Manuskripte hinter mir und ich habe gedacht, Mann, ich muss irgendwie selbst auch ein bisschen gucken, ich kann das nicht alles meinem Agenten in die Hände legen. Ich hatte da schon Literaturagenten ziemlich lange und ich habe gedacht, okay, ich gucke jetzt, wie ich irgendwie an Lektoren rankomme. Und dann habe ich gegoogelt, weil ich keine Lust hatte, meine Steuererklärung zu machen und habe festgestellt, dass es den Deutschen Kurzkrimi-Preis gibt und dass da eine Lektorin vom Rowohlt Verlag in der Jury sitzt. Und dann dachte ich, Rowohlt ist ein super Verlag, ich schreibe jetzt die Gewinnergeschichte für diese Ausschreibung. Und das habe ich dann irgendwie auch gemacht. Ich war auch überrascht, dass es funktioniert hat. Es war das erste Mal, dass ich was Spannendes geschrieben habe. Also es war eigentlich so der Anfang meiner Thriller-Karriere. Ich habe vorher ganz andere Texte geschrieben. Mhm. Und habe da irgendwie zum ersten Mal gemerkt, dass mir das gefällt und dass ich das mag. Und dass man nicht morden und foltern muss, um spannend sein zu können. Dann habe ich zum ersten Mal einen langen Spannungstext geschrieben. Das war aber auch einer von den Romanen, die durchgefallen sind. Also damit kam nicht sofort die Wende, sondern das Tal der Tränen ging noch ein bisschen weiter. Aber alles gut. Also das nennt man Durchhaltevermögen, muss man ehrlich sagen. Ne? Ja, das ist auch ein guter Punkt. Also bei dir ist es ja so, in deinen Thrillern ist ja weniger der große offensive Mord und Totschlag, wo viel Blut fließt, sondern es geht immer mehr so um diese auch subtilen, zwischenmenschlichen Terror und Schrecken. Hast du da auch bestimmte Vorbilder? Ich versuche, mir alle Vorbilder zu verbieten, wenn ich selber schreibe. Natürlich gibt es unglaublich viele Autoren, die ich ganz, ganz toll finde und die ich verehre und lese wie wild. Aber wenn ich an den Schreibtisch gehe, dann muss ich das komplett außen vor lassen, weil sonst relativ schnell der Gedanke aufkommt, es gibt doch alles schon. Bleib doch einfach Leser. Hast du dem irgendwas Intelligentes hinzuzufügen? Mhm. Du wirst niemals so gut sein wie Autor XY. Was wahr ist, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich mir sage, jeder Mensch auf dem Planeten hat seine eigene Perspektive, welche das auch immer sein mag. Und jeder hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, diese Perspektive zu teilen. Egal, wie wir das tun, ob wir Autoren sind, ob wir was ganz anderes machen, ob wir kreativ sind oder nicht. Aber ich halte das für wichtig und ich halte das für richtig. Und deswegen versuche ich, als ich an den Schreibtisch zu gehen und die ganzen Autoren, die ich gelesen habe und die ich verehre, ganz weit wegzupacken, um irgendwie meine Perspektive zu teilen. Das ist nicht immer einfach. Ich helfe mir da so ein bisschen, indem ich auch möglichst wenig andere Prosa lese, während ich schreibe, um mir schon Vergleiche völlig zu verbieten, weil mich das wirklich manchmal zur Verzweiflung bringt. Weil ich schreibe nicht, ich bin nicht Jonathan Franzen und ich bin auch nicht Gillian Flynn, die eine ganz tolle Spannungsautorin ist, wie ich finde. Und Privatvorbilder ja, aber nicht als Autorin. Es gibt sowas wie literarische Osmose. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Text sehr intensiv lese und mir die Sprache gut gefällt, dass ich das irgendwie so in mich einsauge, dass sich da irgendwas überträgt,
vielleicht ist es auch meine persönliche Paranoia, aber ich hätte tatsächlich Sorge, dass ich dann ein bisschen weniger klinge wie ich selbst und ein bisschen mehr wie dieser Autor, den ich gerade lese, ohne das absichtlich zu wollen. So, und dann kam ja der wirklich Übernachterfolg, kann man sagen, ne? Also mit der Falle, das ging ja alles sehr, sehr schnell. Also einer der interessantesten Punkte, finde ich, ja, ist, dass das Buch noch vor Erscheinen in diverse Länder verkauft wurde. Da hat der Verlag mal ganze Arbeit geleistet, ne? Absolut, kann man nicht anders sagen. Das war echt irre. Die sind sofort losgezogen und haben Lizenzen verkauft in 7 Länder, auch ins englischsprachige Ausland. Ja, kann man wirklich nur dem Verlag danken. Die haben da echt einen tollen Job gemacht, die Lizenzabteilung. Und wird jetzt hier in Amerika auch verfilmt? Ja, anscheinend. Das scheint tatsächlich zu passieren. Ich finde das unglaublich surreal. Es gibt eine Option, eine Hollywood-Option. TriStar Pictures hat die Filmrechte optioniert, gehören zu Sony. Und haben auch sehr schnell, und normalerweise dauert sowas immer sehr lange, habe ich mir sagen lassen, haben sofort ein Produzententeam dran gesetzt und eine sehr renommierte Drehbuchautorin, die jetzt wohl auch bald fertig ist mit der ersten Fassung. Und dann kann ich das als Drehbuch lesen. Also schon allein das finde ich irre. Das ist schon irre, oder? Das ist total irre. Alles, was danach kommt, falls das passiert, was ich hoffe, dass die casten und wirklich drehen und die kleine Melanie dann mal ins Set fahren darf, das ist ja Wahnsinn. Aber ich finde schon allein die Tatsache, dass ein anderer kreativer Kopf, der sehr gut ist in dem, was er tut, sich hinsetzt und ein Drehbuch macht aus dem, was ich mir da so in meiner kleinen Kölner Wohnung zusammengeschrieben habe, das finde ich Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Es wird dann aber wahrscheinlich in Amerika spielen, ne? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, es wäre sehr leicht, es zu verpflanzen, denn das Setting ist ja sehr universell. Ja. Der größte Teil der Handlung spielt ja in einem Haus, in einer großen Villa. Das ist ja auch eine der Stärken des Buches, ne? Dass man das auch nicht unbedingt verorten kann oder muss. Also es ist ja wirklich, da geht es ja auch um ganz universelle Themen letztlich. Absolut. Deswegen habe ich auch eine Umgebung gewählt, die zwar klar in Deutschland verortet ist. Ich bin eine deutsche Autorin, ich schreibe in deutscher Sprache, die aber für jeden funktioniert. Ich habe da natürlich überhaupt nicht an ein ausländisches Publikum gedacht oder an ein Filmpublikum. Das war natürlich in meinem Kopf überhaupt nicht vorhanden. Ne? Ich war einfach froh, einen Verlag gefunden zu haben. Das wäre auch ein bisschen vermessen gewesen. Total, ne? Zu dem Zeitpunkt total absurd. Jetzt klingt es fast ein bisschen so, als ne, es passt ja alles gut. Es funktioniert gut für einen Film und man braucht keine Helikopterverfolgungsjagd. Man braucht einfach nur eine schicke Villa und ein paar gute Schauspieler und vielleicht noch einen Blick auf irgendeinen See. Aber ja. Ja, ich glaube, da haben auch so in den letzten Jahren so ein bisschen, also ein paar Autorinnen und die dann auch eben verfilmt wurden, sehr erfolgreich auch gute Vorarbeit geleistet, ne? Also Gillian Flynn und Paula Hawkins kommt jetzt hier, Girl on the Train, ja auch ins Kino. Ganz, ganz klasse, subtile Thriller. Deshalb, also so ein bisschen in der Tradition ist das bei dir ja auch, ne? Absolut, ja, total. Paula Hawkins gab es noch gar nicht wirklich, als ich angefangen habe, jetzt in die Richtung zu schreiben. Gillian Flynn kannte ich natürlich schon. Gone Girl hatte ich schon gelesen, bevor ich die Falle geschrieben habe. Und das war tatsächlich eines der Bücher, die ich ganz weit in meinen Hinterkopf verbannen musste, weil ich Gone Girl großartig fand. Ich finde sogar die Verfilmung gut und ich habe oft ein Problem mit Literaturverfilmung, wie die meisten Büchermenschen. Aber Gone Girl war als Buch brillant und auch als Film gut. Und das ist natürlich schön zu wissen, dass es auch so funktionieren kann. Jetzt bist du ja gerade auf Tour mit deinem neuen Thriller. Das ist ja ein ganz anderes Thema wieder. Ganz anderes Thema, auch wieder psychologische unblutige Spannung. Und letztendlich, wenn ich es in einem Satz benennen müsste, würde ich sagen, es ist meine moderne Variante des klassischen Doppelgängermotives. Mhm. Die Geschichte ist, die Protagonistin ist eine Enddreißigerin, alleinerziehende Mutter eines 8-jährigen Sohnes, alleinerziehend seit ihr sehr reicher Mann Philipp vor 7 Jahren auf einer Südamerika-Reise spurlos verschwunden ist. Und sie weiß nicht, ist er tot, wurde er ermordet, hat er einen Unfall? Wo ist Philipp hin? Wurde er entführt? Falls er entführt wurde, warum gab es keine Lösegeldforderungen? Er ist einfach wie vom Erdboden verschluckt. Und dann 7 Jahre später, als sie gerade sich so ein bisschen damit abgefunden hat, dass Philipp nicht mehr zurückkommen wird, kriegt sie die Nachricht, wir haben ihren Mann gefunden, Philipp lebt, Philipp kommt nach Hause. Und sie fährt natürlich zum Flughafen, ihren Sohn im Gepäck, um ihren Mann abzuholen. Und sie steht auf dem Rollfeld und die Maschine landet und der Mann, der aussteigt, ist nicht ihr Mann. Und dann passieren natürlich Dinge, die das gar nicht so einfach machen für sie, diesen Hochstapler wieder loszuwerden. Er ist auch schlau und relativ schnell droht er ihr auch. Und er sagt, liebe Sarah, wenn du mich nicht deckst, dann werde ich der Welt auch etwas über dich erzählen, von dem du nicht möchtest, dass es irgendwer weiß. Mhm. Das ist so das Grundmotiv. Hochstapler, Doppelgänger. Am Ende ist natürlich alles ganz, ganz anders, als die Prämisse so nahelegt, so wie ich das gerne mache, wie es sich im Thriller auch gehört. Und genau, das ist so das neue Buch.
Ist das auch einer der Gründe, warum wir jetzt hier in New York sind? Weil du versuchst, die Lizenz loszuwerden? Du, das ist eine gute Frage. Nee, ich bin einfach zum Privatvergnügen ausnahmsweise in New York. Mein amerikanischer Verlag sitzt in Manhattan, aber ich bin heute einfach mal privat da. Ja, und so lassen wir das jetzt auch privat ausklingen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Und wir wuseln hier noch ein bisschen durch Williamsburg. Ja, unbedingt. Lass uns lange Bärte wachsen und hier noch uns ein bisschen integrieren in die Hipster-Kultur. Danke. Super. Vielen Dank. Kapitel 1. Wie werde ich Schriftsteller?